getane Arbeit endlich die Beine lang machen. Wenn ich jetzt noch was zu trinken hätte, das könnte mir zum Beispiel jemand bringen, der den ganzen Tag nur rumgesessen hat. Immer auf die Trickfiguren. Ach, wir können doch nichts anderes als rumsitzen. Unsere Beine sind so gezeichnet. Na, Gott sei Dank waren unsere Urlaubsbotschafter Julius und Yves-Marie gut auf den Beinen. Die waren nämlich wirklich gefordert im Thünmuseum. Schaut doch mal rein. Bitteschön. Oh, danke schön. Das Landwirtschaftsmuseum in Tello ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Schon allein wegen der tollen Umgebung. Hallo Marc. Wir besuchen heute das Thünmuseum. Und wir treffen da Johann Heinrich von Thün. Wir machen uns dann gleich auf zum Gutshaus. Bis dann. Aber natürlich auch, weil dort eine wichtige Person in der Geschichte von Mecklenburg-Vorpommern auf uns gewartet hat. Sind Sie der Johann Heinrich von Thün? Ja, das bin ich. Kommt doch rein. Ja, hier seht ihr mich zusammen mit meinen Gutsarbeitern, denn ich brauchte viele fleißige Hände hier. Herr von Thün zeigte uns sein ganzes Museum, das übrigens früher sein Wohnhaus war. Zum Abschluss der Runde konnten wir seinen selbstgebauten Pflug bestaunen. Es gab vorher einen mecklenburgischen Haken. Dieser mecklenburgische Haken hat den Boden ganz tief aufgerissen. Und der Pflug, der wendet ihn, der dreht praktisch die Erde von unten nach oben. Und dürfen wir den auch mal ausprobieren? Ja, eigentlich können wir ihn sofort ausprobieren. Aber ich glaube, diesen lassen wir lieber hier drin stehen. Denn ich habe draußen schon einen anderen Flug für uns vorbereitet. Kommt ihr mit? Und Herr von Thün hatte nicht so viel versprochen. Auf dem Feld wartete bereits ein ganzes Pferdegespann auf uns. Wir sind auf meinem Acker angelangt. Ihr seht, hier ist das Korn schon reif. Es kann bald geerntet werden. Und wir wollen ein neues Feld vorbereiten. Dort soll auch Korn eingesät werden. Und dazu müsst ihr beide jetzt beim Pflügen helfen. Wie kann man das lenken? Ihr müsst beide die Pflugschar jetzt so lenken, dass sie in der Furche bleibt. Das heißt, wenn du merkst, dass es hier weiter rüber geht, dann musst du hier drücken. Ne? Ja, dann kann es losgehen. Meine Güte, wenn man sich vorstellt, was es alles braucht, bis man das Korn endlich säen kann. Für uns als Stadtkinder war das schon ganz schön ungewohnt und auch ziemlich anstrengend. Aber nach getaner Arbeit waren wir mächtig stolz. Na Kinder, wie war's denn? Schon schwer. Hervorragend. Jetzt wurde geflücht, jetzt wird geeckt, dann wird eingesät. Und dann haben wir hier ein Kornfeld. Ausgezeichnet. Bis das Korn dann aber reif ist und man wirklich Mehl auf dem Tisch hat, braucht es noch ein bisschen Zeit. Um das ohne langes Warten trotzdem auszuprobieren, hat uns Herr von Thün mit zur nächsten Station des Museums genommen. Jeder nimmt sich mal einen Dreschflegel. Nachdem das Korn geerntet wurde, musste es gedroschen werden. Heutzutage macht das zwar ein Mähdrescher, aber wir durften wie damals selber ran. Ich gehe lieber ein bisschen auf Distanz hier. Hier. Ihr seht das beide. Da sind zwischen den Körnern sind so viel Verunreinigungen zwischen. Spreu ist das meistens, ne? Die Spreu vom Weizen trennen. Als Sprichwort kannte ich das. Aber woher das ursprünglich stammt, durften wir an der Windfege selbst erleben. Eine gute Qualität. So, und dann gehen wir jetzt mal zu den Muldenmühlen hin. Das Mehl zu mahlen dauert normalerweise Stunden. Was ihr hier seht, ist nur ein Ausschnitt. Puh, ganz schön aus der Puste waren wir, als endlich das erste Mehl zu sehen war. Aber schließlich haben wir es geschafft. Das erfolgreiche Ende eines erlebnisreichen Tages auf den Spuren von Johann Heinrich von Thün. Eine Frage habe ich dann aber noch. Sind Sie denn wirklich Johann Heinrich von Thün? Ja, heute war ich es den ganzen Tag mit euch gemeinsam und ich war es sehr gerne. Im richtigen Leben bin ich Rolf-Peter Barth. Und ich habe vor 43 Jahren angefangen, mit Kindern, die genauso alt waren wie ihr, dieses Thünmuseum aufzubauen. Johann Heinrich von Thün bin ich aber sehr gerne, wenn Besucher zu uns kommen, das heißt Eltern mit ihren Kindern. Und ich zeige ihnen dann auch sehr gerne das Thünmuseum.